Weil ich es ja fast versucht, mit dem alten Karlauer alle Jahre wieder anzufangen, wenn es um Trusted Computing geht. Und in der Tat verfolgt uns diese Sache ja schon seit... So? Ah ja. In der Tat verfolgt uns ja die Sache mit dem Trusted Computing ja auch schon seit mehreren Jahren und die Industrie hört leider nicht auf, das voranzutreiben. Teilweise auch mit nicht fertigen Spezifikationen, wie zum Beispiel also in der ersten Auflage von IBM Notebooks, wo eine alte Version von Trusted Computing eingebaut ist und jetzt aktuell bei der Diskussion, die Apple im Moment vom Zaun gebrochen hat. Vielleicht als kleine Anmerkung, also dieses Dienst-Notebook ist schon eins mit TPM-Hardware und wir werden demnächst mal evaluieren, ob das eine gute Idee ist, den Schlüsselspeicher irgendwie ein bisschen außerhalb der normalen Chip-Schutz zu speichern, wie wir irgendwie jetzt auch herausgefunden haben. Und zwar war es auf einer Industriefolie als besonderes Feature gesagt, dass der persistente Schlüsselspeicher nicht direkt auf dem Chip ist. Also das sei irgendwie dann beruhigender, wenn der Chip irgendwie abraucht. Aber dass natürlich dann möglicherweise der Hardware-Schutz nicht so ausgeprägt ist, das kann man sich auch denken. Und ich denke, wir werden demnächst da auch ein paar lustige Ergebnisse dann zeigen können, hoffentlich. Also der Talk heute ist relativ voll, weil es gibt eine Wahnsinnsmenge an neuen kryptografischen Ergebnissen im Bereich der Hash. Funktionen, also überwiegend vollbracht von einer wirklich exzellenten chinesischen Gruppe und einer Mathematikprofessorin, die auch witzigerweise, also der nicht erlaubt wurde, nach Amerika einzureisen, als sie ihre Ergebnisse auf der Kryptokonferenz vorstellen sollte. Naja gut, also vielleicht kann man das so verhindern, dass also kryptografische Schwächen aufgedeckt werden. Allerdings die Kryptografengemeinde ist da relativ struppig und Adi Shami hat dann den Vortrag für die Chinesen übernommen, was natürlich dann auch zum Marketing-Massaker für die amerikanischen Behörden und auch Wissenschaftsinstitutionen geworden ist. Also wie kurz, also wir werden relativ exzessiv also über Hash machen, also wir, they blow it or we blow it, es ist wirklich in einer Art und
dass zumindest alle Apple-User vielleicht mal mit der Firma kommunizieren sollten, dass sie es nicht als problematisch halten oder als strafmäßig zu verfolgen, wenn jemand Ethik oder Taktik von Hackern ansetzt. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe das schon tendenziell ein bisschen persönlich genommen. Es ging damals um das Re-Engineering vom RealPlayer, aber es ist nicht das erste Mal, dass Apple diese These bestätigt, dass wenn ein gewisses Hackerunternehmen sehr erfolgreich ist, es sich schlecht benehmen. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier vor versammelter Meute gesteinigt werde, schaut mal in der Geschichte zurück, ob die These, dass Microsoft die erfolgreichste Hackerfirma der Welt ist, vielleicht ganz von der Hand zu weisen ist. Das sind in der Tat unsere bösen Brüder und Schwestern, die da teilweise agieren. Um was geht's da? Und wie gesagt, ich werde es möglicherweise wahrscheinlich bis zu meiner Pensionierung nochmal betreiben. Es geht darum, dass die Industrie eine virtuelle Setup-Box in unsere Computer einbauen können. Und wie gesagt, Ron Rebus, der ACM Turing Award Gewinner, kann es irgendwie deutlicher formulieren. Und er sagt, es ist die Idee, eine virtuelle Setup-Box in jeden Computer und auch in jedes Mobilphone zu installieren. Und das von Leuten, die man nicht notwendigerweise traut. Vielleicht da auch eine kleine Anmerkung. Verschwörungstheorien sind schön und gut. Teilweise werden sie von der Praxis überrannt. Also ob Abu Ghraib oder Gazprom. Also einiges, was im Moment im letzten Jahr passiert ist, hat irgendwie die Hackerfantasie irgendwie, denke ich, stark über den Haufen geworfen. Aber mal ganz reale Sache. Wenn wir Sachen in unserem Computer haben, die von Firmen sind, können die Firmen pleite. Und dann hat man eigentlich auch ganz ohne Boshaft und Verschwörung auf einmal große Probleme. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass ich irgendwie allen möglichen Leuten auf Fragen hier durchaus gesagt habe, wenn ihr eine E-Mail-Adresse wollt in diesem Startup-Hype, die auch den Startup-Hype überstehen soll, nehmt doch eine von der E-Post. Also die Deutsche Post wird weiterhin existieren. Naja, also wie gesagt, welcome to the real world. Irgendwann wurden die E-Post Mitglieder aufgefordert, nach Yahoo oder sowas zu wechseln. Also das sind alles Probleme in Bereichen, die wir, denke ich, mal artikulieren sollten, die in dieser hektischen Entwicklung oft übersehen wird. Und wie gesagt, es gibt dann immer viele Leute, die sagen, TPM-Chips sind neutral, sie sind nicht neutral. Also wie Diffie, ein anderer Erfinder der Public Key Kryptographie, hat gesagt, auch wenn er riskiert, jetzt einen Slogan zu machen, Wir brauchen die Kontrolle über unsere eigenen kryptografischen Schlüssel. Und wie gesagt, da wurde eigentlich auch bisher wenig widersprochen. Die Industrie macht es halt einfach weiter. Und ich möchte es nochmal betonen, weil sehr viele auch honorische Berichterstatter immer sagen, ja, es ist wie mit dem Hammer, man kann irgendwie einen Nagel in die Wand hauen oder jemand auf den Kopf damit. Das Problem ist, dieser spezielle Hammer in diesem TPM-Chip ist ein problematisches Design per se. Wenn ihr nicht mehr die Kontrolle von euren Rechner habt, dann könnt ihr nicht Sicherheitslücken patchen, aber ihr könnt auch nicht Vorgaben der Regierung patchen. Also, und da sollte man bedenken, dass dieselbe Technologie da ist, die geeignet ist, das Kopieren von Musikstücken zu machen, auch benutzt werden kann wie eine Zensur. Und wenn man sich überlegt, dass es für die chinesische Regierung leichter sein würde, sogar mit Linux-Unterstützung, ein Linux machen mit TPM-Unterstützung, das dann irgendwie die Freunde von der Staatspolizei ruft, wenn das Wort Dalai Lama fehlt. Wir wissen, dass das relativ einfach zu implementieren wäre. Und ich denke, also die Chinesen heulen in der Informatik rasant auf. Sämtliche Überwachungstheorien, die wir haben können, werden da wahrscheinlich in der Praxis getestet. Ganz konkret, bisher konnte man um irgendwelche Sicherheitsprobleme oder Zensur rumhacken. Das wird möglicherweise mit diesem TPM-Chip nicht mehr gehen. Insbesondere diese Kombination Digital Restriction Management und Observation Hardware, also Überwachungshardware, also Hardware, die man nicht selber unter Kontrolle hat, die birgt per se schlimme Implikationen. Um es nochmal zu wiederholen, es ist nicht policy-neutral, es ist ein problematisches Design, ein Design, das von sämtlichen Krypto-Päpsten eigentlich stark kritisiert wird, und es wird trotzdem versucht, in den Markt zu drängen, eben um Abschottung möglich zu machen. Und wenn man weiß, also wie die Geschäftspraktiken von Microsoft ist, auch wenn man ganz honorischer Mitmensch ist, kann man einfach zu Protokoll geben, dass Microsoft ein verurteilter Wirtschafts
sich daneben benehmer ist, jedenfalls nach der europäischen Lage. Und ob man sich dann diesem direkt ausliefern sollte, ist dann noch die Frage. Also bisher habe ich mit Juristen oft gesprochen und die sagen, ja, wenn da irgendwelche Lizenzen sind, die zum Lachen sind, zum Beispiel in Microsoft Frontpage stand drin, dass man damit keine Anti-Microsoft-Webseiten herstellen kann. Ignorieren Sie einfach. Aber wenn es inzwischen jetzt so weit ist, dass es also einen Hacking bedarf, um das überhaupt zu machen, wird es problematisch. Da war es auch niedlich, wenn ein Juraprof zu mir sagt, ja, aber Sie jungen Hacker können das doch sicher umgehen. War ich sehr geärgert, nicht nur wegen dem Jungen in der Voranlage, sondern auch wegen diesem Gottvertrauen da in uns. Das Problem ist, dass wir das auch gerne machen, irgendwie Sachen dann messen. Also ich freue mich wirklich über diese etwas außerhalb der Chip liegenden Speicherbereiche von dem TPM-Chip. Das Problem ist, dass wenn man nicht gerade irgendwie im akademischen Bereich da unter dem Schutz von Freiheit von Forschung und Wissenschaft steht, man mit einem Bein im Knast ist. Also dieses Re-Engineeren ist genau nach diesem Digital Copyright Millennium Act, den Apple so gern mag, irgendwie in sehr vielen Bereichen mit Strafe schlicht und einfach belegt. Und wir wissen ja, dass im Moment in dem Bereich nicht gerade Besonnenheit auf Seiten der Industrie und der Behörden sehr stark ausgeprägt ist. Eine bisschen lustigere Geschichte ist die Frage mit der höheren Integration. Um es mal kurz zu machen, es hat die, ich meine, der CCC hat sich da auch sehr stark engagiert in den Government, also in den Regierungshearings, und es wurde auch klar kommuniziert, das ist problematische Geschichte, macht es so, dass es irgendwie einfach überprüfbar ist, dass da nichts Schmutziges vorgeht, macht es auf völlig getrennt von anderen Sachen. Da steht ein Vermischen des Sicherheitsmoduls mit anderen Funktionen der CPU-Chipcards führt zu einer Intransparenz und dazu, dass die sicherheitstechnische Überschreitung nicht einfach durchführbar ist. Stellungnahme der Bundesregierung, also offiziell Regierungsposition. Und rumpstig, was passierte, halt in diesem Teil ist es halt schon eingebaut in so einem Super-IO-Chip. Und jetzt gibt es was ganz Lustiges von der RSA-Konferenz dieses Jahr. Und da wurde gesagt, ja, wir haben das jetzt integriert, aber es gibt einige Regierungen, die das nicht mögen, dass wir es integrieren. Und some countries are worried where they made it. Und today, Taiwan, okay, kann ich verstehen, wenn China nebendran, China kann ich verstehen, wenn Taiwan daneben ist oder überhaupt. Deutschland ist sowieso Schurkenstaat oder Halbschurkenstaat. Aber dass die Amerikaner inzwischen selber nervös geworden sind, was in den Dingen eingebaut ist, kann vielleicht damit zusammenhängen, dass sie irgendwie hier ihre Lieblingsmanager-Spielzeuge inzwischen an überwiegend von, also ich weiß nicht überwiegend, aber mit starkem Regierungseinfluss nach Peking verkauft haben. Also ich wäre echt als Geheimdienst, ich würde irgendwie in den Teppich speisen. Also. Da sind ja auch im Moment jetzt lustige Ablieferer, die versuchen jetzt irgendwie IBM und andere Leute dann wieder in die Sache reinzubringen. Also verfolgt das mal und also mit dem relativen Grinsen. Ich meine, das hat natürlich den Vorteil, dass sich wahrscheinlich jetzt irgendwie ein paar Leute beim Bespitzeln im Weg stehen. Aber naja, also wir wissen, dass es auch nicht immer was Positives sein kann. Nochmal zur Erinnerung, die Staatssicherheit hatte irgendwie jeden 60. DDR-Bürger auf irgendwie der Liste. Also die müssten irgendwie Großteil der Zeit nur damit beschäftigt haben, sich selber zu überwachen. Also insofern ist das nicht gemütlich. Eine andere lustige Sache war, also dass die Trusted Computing Group verbesserten Schutz der Privatsphäre integriert hat und das, wie heißt es schon, partially inspired by European Regulation Requirements for Privacy. Also es tut schon gut, wenn die gesamte EDV-Industrie irgendwie auf europäische Datenschutzsachen reagieren muss. Und da möchte ich also mich wirklich bei IBM, HP,
gehört hat, aber wenn man halt irgendwie am amerikanischen Flughafen festsitzt, dann ist eigentlich relativ wurscht, ob es Boshaftigkeit oder Trotteligkeit oder beides ist. Das war also kein Ruhmestück für die US-Wissenschaft. Also der Reihe nach, es gab erst die Kryptoanalyse von MD4 und RIBE-MD. Wird ganz gern übersehen, also lest euch die normale Literatur mit den Wasserstandsangaben an. Witzig ist nur, dass MD5 in 2 hoch 8 oder so brechbar ist. Also wie gesagt, wenn man sich irgendwie schlecht gelaunt ein paar Mathematiker einsperrt übers Wochenende nur mit Papier und Bleistift, kriegen die das auch klein. Natürlich können jetzt boshafte Leute rechnen, ob man diese sinnlose Arbeit der Mathematiker, in wie vielen Millisekunden man das mit dem normalen Prozessor ersetzen könnte, aber rein von der Anschauungsebene fand ich das eigentlich ganz nett. Man kann sich überlegen, MD4 ist kaputt, MD5 war ein kleiner schmutziger Hack von Ron Rives. Also er hat gesagt, oh, ich mache mal eine Hash-Funktion, und sagen alle, jo, Rives macht eine Hash-Funktion, ist was Tolles. Kurz später sagt er, ja, ist nicht so toll, machen wir noch eine Runde drauf, Kinder. Also es ist immer so schön, wenn ich mit Stefan Lux drüber diskutiere, sagt er, ja, das kann man machen. Habe ich gesagt, hör mal Stefan, wenn wir ein Paper zusammenschreiben würden und ich sowas vorschlagen würde, würdest du mir auch die Ohren langziehen. Meint er nur mit Recht. Aber so ist es leider. Also lest im Bruce Schneier nach, das ist relativ lustig, schon der erste Teil der Geschichte. Dann kam also MD5 kaputt. Dann wurde SHA-0 gebrochen. Was ist SHA-0? Ja, SHA-0 ist ähnlich wie MD5, halt MD4 mit noch ein bisschen ein paar Heftklammern drum und ein paar Mullbinden drumherum. Okay, jetzt sind wir am einen lustigen Teil. Jetzt wird es aber nicht mehr so lustig. SHA-0 wurde veröffentlicht und nach ein paar Monaten sagt die NSA, sorry, da ist was ein bisschen blöd gelaufen. Das ist nicht so sicher, wie wir denken. Macht mal bitte so eine unmotivierte Rotation zusätzlich, und zwar nicht im Verfahren, sondern bei der Aufbereitung vorne. Also sowas, was da irgendwie nur graue Haare ist. Also irgendwie sowas, also nach dem Motto, da ist ein Loch in der Karosserie, tun wir es mal das ganze Auto teeren und federn, damit es nicht so gesehen wird. So war ähnlich die Strategie. Das ist jetzt nur alte lustige Geschichten, neue lustige Geschichten kommen noch. Dann war SHA-0 kaputt. Und dann war ich irgendwie habe ich mich mal wieder als unverstandener Mathematiker gesehen, weil ich allen Leuten auf die Nerven gegangen habe, Leute, SHA-1 hält nicht lange, doch, macht ihr keine Sorgen. Der Kollege Kaminski hat ein exzellentes, mathematisch teilweise ein bisschen schmutziges, aber wirklich vom Hacker-Standpunkt wirklich exzellentes Paper zu MD5 gemacht letztes Jahr, wirklich sehr gut, sehr interessant, mathematisch, ja gut. Aber die letzte Folie war, MD5 ist kaputt, verwendet lieber SHA-1 und so weiter. Also wie gesagt, selbst Leute, die sich damit beschäftigen, waren etwas optimistischer als gedacht. Und in der Tat, machen wir es offiziell, SHA-1, Krypto 2005, SHA-1 auch kaputt. Witzigerweise haben die Chinesen einige Arbeiten des deutschen Dobbertin, der damals beim BSI, also unserem Kleingeheimdienst, da gearbeitet hat, weiterentwickelt, und also es war nicht, also vom anderen Planeten, es war nur so sehr, sehr gute, ordentliche Mathematik. Aber es war nicht also irgendwelche Alien oder Quantencomputer oder sonst was, es war einfach normale Kettenkreissägen. Also mache ich auch nur ganz kurz, was ist es? Es ist zunächst, Collision Attack ist, wenn man zwei Nachrichten findet, die ungleich sind, die auf selben Hash-Value gemacht werden. Ich weise noch mal ganz kurz auf die Pre-Image-Attacke, die also wirklich noch schwieriger ist. Das bedeutet, wenn man zum gegebenen Hash-Wert ein Message findet. Das ist nicht in der Diskussion im Hauptthread, ich komme aber nachher noch mal kurz dazu. Also Collision ist zunächst mal die schwächere Annahme. Und kommen wir jetzt zum Hauptthema unserer Sache. Warum ist es so katastrophal, dass die Trusted Computing-Gruppe eine neue Infrastruktur aufbaut, auf einem gebrochenen Algorithmus, ist, weil sie es überall verwenden. Also sie tun es für Integritätsüberprüfung, Authentication, für die Berechnung der sicheren Boot-Sequenz, und natürlich für digitale Signaturen. Also Infineon und Verisign unterzeichnen sich jetzt gegenseitig mit auch und benutzen, ich gehe mal davon aus, auch diese gebrochene SHA-1-Funktion. Man kann also feststellen, dass also die
die Integritätsmaßnahmen, also zum Integritätsschutz, eigentlich kryptografisch gebrochen sind. Man kann sagen, dass die digitalen Signaturen nicht die Sicherheitsanforderungen machen. Und wir können sagen, dass die ganze Public-Key-Infrastruktur, die darunter liegt, problematisch ist. Wir kommen dann nochmal zu den X509-Zertifikaten. Eine kleine Anmerkung, an ein paar Stellen wird da HMAC verwendet, was dazu führt, dass möglicherweise einige Angriffe nicht direkt möglich sind, aber die gesamten Sicherheitsabschätzungen für HMAC sind auch hinüber. Also wenn jemand sagt, da wird HMAC gemacht oder wird das Hash-Funktion anders parametrisiert, kann man nur antworten, man kann aus einer gebrochenen Hash-Funktion keine sichere MAC-Funktion bauen. Aber das nur am Rande bemerkt. Und da wir ja Hacker sind und immer alles besser wissen, aber ausnahmsweise es mal wirklich besser wissen, möchte ich darauf hinweisen, dass zumindest seit unseren Konferenzbeiträgen ab 2002 ausdrücklich gewarnt wurde, SHA-1 zu benutzen. Damals überwiegend mit der Argumentation, dass es sinnlos ist, eine längere RSA-Schlüssellänge zu verwenden bei einer kleineren Hash-Funktion. Und zur Erinnerung, zu dieser Zeit gab es schon die Nachfolgersache und wir haben das nicht nur auf dem CCC gesagt, wir haben das auch bei den Hearings im Wirtschaftsministerium mehrfach gesagt und es wurde uns auch kryptografisch nicht widersprochen, aber wir wurden halt insgesamt ignoriert. So, eine kurze Verweis, also diese ganze Hash-Funktionen sind meistens, also fast alle praktischen sind nach Damgard und Merkle. Merkle ist ein ganz, ganz exzellenter Kopf, der war auch wirklich einer der, der Väter der Public-Key-Kryptographie und oft ein bisschen vergessen. Und die Idee ist schlicht und einfach, wir verwenden eine Hash-Funktion, eine Kompressionsfunktion, die also Daten reduziert und definieren die gesamte Hash-Funktion als dann eine Kombination aus dieser Kompressionsfunktion und einer Chaining, also einer Rückverkettungssache. Zu dieser Sache gibt es eine Reihe von Sicherheitsbeweisen. Allerdings, also und am Ende wird schlicht und einfach der letzte Block gemacht. Was jetzt wichtig ist zu merken, ist, dass es diese Sache durchläuft, also hintereinander, also iterativ durch die ganze Nachricht und dass dadurch natürlich, wenn ein Zwischenergebnis gleich ist und das Ende gleich ist, also und die folgenden Blocks gleich sind, am Ende natürlich dann dasselbe Ergebnis herauskommt. Das werden wir exzessiv benutzen. Und das ist eine Eigenschaft von diesem Merkle-Damgard-Design. Ist es auch verheerend, wenn man sich mal anguckt. Es ist exzellente Arbeit, sowohl von Merkle als auch von Damgard. Nichtsdestotrotz beweisen die eine sehr, sehr schwache Sicherheitseigenschaften. Und wir kommen nachher nochmal bei Multikollisionen daraus. Man kann sagen, dass für alle außer den bewiesenen Sicherheitseigenschaften, also Merkle-Damgard, inzwischen recht problematisch ist. So, das ist das interne Design und wenn man jetzt, wenn jetzt die einzelnen Sachen anguckt, was macht die Hash-Funktion? Also sie verwendet eine Input-Transformation, eine Kompressionsfunktion und eine Chaining-Funktion. Wenn man sich ja mal die Sachen abklappert, kann man sagen, dass die Kompressionsfunktionen höchst problematisch sind. Die Damgard-Sache, um es freundlich auszudrücken, fragil und bisher nur die parameterlose Output-Transformation unproblematisch ist. Also man hat nicht nur, dass man irgendwie schlechte Sicherheitsinfrastrukturen mit gebrochenen Hash-Funktionen hat, man hat auch die innere Struktur von den Hash-Funktionen ist wirklich zum Heulen, um es mal freundlich auszudrücken. Das ist jetzt auch nicht so hart, was ich sage, weil diese SHA-256 oder SHA-2 verwendet einen modifizierten Merkle-Damgard. Und es ist eine Sauerei, dass da scheinbar also die NSE über Kenntnisse der Damgard-Probleme Bescheid wusste, als sie das designt haben und es nicht veröffentlicht haben. Kommen wir nachher nochmal dazu. Also das strukturelle Problem ist nochmal in kurz, weil das ist der Taschenspielertrick, den man nachher benutzen, um die ganzen Zertifikatssysteme und Integritätssysteme massiv zu bedrängen, ist folgendes. Man hat einen 512-Bit-Block, B1 ungleich B2, und rechnet dann und mit einer Kollision, also SHA-1 von B1 ist gleich SHA von B2. Dann generieren wir Programme, die dann folgende Eigenschaft haben, B1, dann eine beliebige konstante Sache, B2 eine beliebige konstante. Und wegen dieser internen Struktur haben wir dann das Ergebnis, dass auch SHA von P1 gleich SHA von P2 ist. Also wir haben einen Block und können dann beliebige Sachen damit konstruieren. Also selbst wer ganz junge Nachwuchshacker müsste das nachvollziehbar sein, dass man damit ein ganz mächtiges Werkzeugset hat, um diese...
Public Keys, die gewisse Primzahl-Eigenschaften haben müssen und sollten, wir auch schon basteln könnten. Dann nochmal Sache, nochmal vermerkt, dass es auch MD5 geht, 1 zu 2,5, auch mit SHA-1. Eine lustige Arbeit von meinem Kollegen und demnächst hoffentlich auch Professor hier in der Gegend, Stefan Lux. Der hat also mit dem Kollegen Daum von der Uni Bochum, da sitzt der Kollege vom BSI, vormals BSI Dobbertin inzwischen, zwei lustige Paper gemacht, schaut es euch mal an. Da findet ihr so zwei Postscript-Dokumente mit unterschiedlicher Nachricht und selber Unterschrift. Das ist eigentlich ganz schön. Und was mich noch mehr gefreut hat, war, dass die Kollege vom BSI, also unseren Kleingeheimdienst, nächstes Jahr, 2006, da eine ähnliche Arbeit also nochmal vorgestellt haben. Da ist inhaltlich nichts Neues drin, aber es ist verdienstvoll, dass der Geheimdienst sich damit drum kümmert und es ist auch verdienstvoll, dass das nächstes Jahr veröffentlicht wird, hoffentlich. Man weiß ja nie beim BSI, das ist ja eine Organisation, die auch den Professor Fitzmann ausgeladen hat, was man da noch zu erwarten hat. Aber naja, hoffen wir mal das Beste. Ich sehe jedenfalls, ist die Studie bekannt, also es macht keinen Sinn, die noch weiterhin also nicht zu veröffentlichen. Machen wir aber jetzt mal diese Verfahren, schauen wir uns mal an, wie wir dann Trusted Computing eben angreifen und keine große Überraschung, das ist alles für mathematischen Sinne nicht besonders anspruchsvoll. Wir nehmen zwei kollidierende Blöcke, wir machen zwei Bootprogramme, genau wie diskutiert, dann haben wir die Situation, dass das TBM dasselbe SHA-1-Checksumme berechnet von P1, P2 nochmal, wenn ich es irgendwie lustig parametrisiere mit dem Ding, ist es ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist nicht möglich, aus einer kaputten Funktion eine sichere Funktion zu machen, indem man sie grün anstreicht. Also es geht nicht 1 zu 1, also könnt ihr nicht mit einer kleinen Kettenkreissäge rangehen, ihr müsstet euch da vielleicht mal Mittag hingucken und die Parameterisierung ein bisschen hinfummeln. Aber das ist Arbeit, das sollen Doktoranden machen oder Leute im BSI, die bezahlt werden. Nein, also ernsthaft, es ist eine nicht ganz triviale Sache, aber es ist keine Sache, wo man irgendwie zwei Forschungsgruppen irgendwie beschäftigen müsste. Und wie gesagt, anschließend hat man die Situation, dass man eine ordentlich ablaufende, zertifizierte und vom Trusted Computing Modul akzeptierte Boot-Reihenfolge hat und kann dann einen Block aus tauschen und das geht auch so trivial, dass es selbst ein Professor programmieren könnte. Sie gehen einfach hin, haben zwei Funktionen, be nice und be evil. Das könnte natürlich auch was anderes sein. Ich hatte peinlicherweise einen Rechtschreibfehler bei evil. Ich habe da immer eval geschrieben, also irgendwie. Eine Conditio sine qua non, also eine wichtige, also eine Urbedingung ist. Also wenn man keinen lesbaren Source hat, kann man jede Menge Schweinereien machen. Ohnehin schon vorher, aber jetzt kann man auch noch Schweinereien machen mit dem gültigen Hash-Value. Und mit einem gültigen Hash-Value oder einem signierten Hash-Value hat man natürlich diese ganze Trust-Infrastruktur maßgeblich erschüttert. Aber das
zum Stehen bringen oder richtig exploden. Das ist halt der Unterschied zwischen Leuten, die sich damit theoretisch befassen und Leuten wie FX, die dann feinschrauben. Die machen dann halt aus diesen normalen Sachen also auch lauffähige Explodes. Also weniger talentierte Leute, also wie ich, können damit eigentlich nur Buffer-Overflows und das System zum Stehen bringen. Aber meistens, manchmal ist es auch hilfreich, wenn man Systeme einfach zum Stehen bringt, anstatt komplett zu übernehmen. Das ist also relativ der Buffer-Overflow. Was noch trivialer ist, sind natürlich, wenn man auf Null-Pointer dereferenziert. Also macht es. Also das sind wirklich nette Fingerübungen und damit kann man auch irgendwie Leute erschrecken und vielleicht aufs Lecht.com. Ist eine Herausforderung. Ist auch nicht trivial. Insofern, wer da kreativ ist, ist da wirklich angeleitet, das als Übung zu machen, weil da kann man wirklich, ja, kann man noch Aufsehen kriegen, ist aber nicht besonders überraschend, dass es geht. Und wie erwähnt, also wenn man das in X509-Zertifikaten, die besondere mathematische Struktur haben will, auf die Reihe kriegt, dann ist es nicht überraschend, dass man damit auch vernünftige versteckte Code produzieren kann. So, X509-Zertifikate, bitte achtet darauf, dass die Paper zwar für MD5 verwendet worden sind, das aber 1:1 oder mit ganz geringen Modifikationen auch für SHA-1 möglich ist. Und die Kollegen haben das auch ordentlich reingeschrieben, dass sie auch eine günstige X509, selbst sobald ihnen jemand ein SHA-1-Kollision in die Hand drückt. Vielleicht kommen wir nachher dazu, ob den Kollegen auch von uns hier direkt geholfen werden kann. Und da habe ich jetzt eine schöne, auch John Gilmer begrüßen, der hier vorne sitzt. Eine Gruppe um John hat das 1999 den Deskrecker letterweise gebaut und hat gezeigt, dass also 256 Operationen in 56 Stunden waren. Also das ist Bruce Schneier. Also wie gesagt, also wer einen Rechenfehler hat, bitte bei Bruce, aber ich habe es nachgerechnet, also nach meiner Sache stimmt es soweit. Ausgehend von Johns Arbeit kann man dann sagen, er hat 250.000 für einmal zu bauen, Nachfolge 50 bis 75.000. Und wenn man allein das Moore'sche Gesetz macht, also ignoriert, dass die Wissenschaft weitergegangen ist, dann ist man inzwischen heute dabei, dass man 260 Operationen mit derselben Maschine in 56 Stunden machen kann und 269 müsste man dann 3¼ Jahr machen. Das hört sich schon ein bisschen viel an. Oder man schmeißt 25 oder 38 Millionen drauf und kann dasselbe Operationshoch 69 in 56 Stunden machen. Jetzt habe ich natürlich mir einen reingegrinst, habe gesagt, naja, wir sind also sicher, unsere ganze Bankunterschriften und unsere ganze Public
mehr liegt. Die ganze Familie hat erhebliche Probleme. Wir haben die Situation, dass wenn man mehr Runden einsetzt, es weniger sicher wird. Also stellt euch vor, ihr habt ein Glas und schlagt davon zweimal mit dem Hammer drauf und wenn ihr ein viertes Mal draufsteht, steht auf einmal das halbe Glas wieder vor euch. Da würde ich mir tendenziell ein bisschen Sorgen machen. Also seriös formuliert, ist es keine schöne kryptografische Eigenschaft, wenn man mehr Runden einer Funktion auf einen Wert anwendet, dass das System dann schlechter wird. Es gibt einen akademischen Angriff von Kelsey und Schneier bezüglich des zweiten Pre-Images, also noch ein härterer Angriff als Kollision an sich. Und Multikollisionen sind ein mächtiges Tool, die auch ziemlich durchgehen. Und wie gesagt, also das sind so die Mitglieder der Hash-Law und das sind irgendwelche kleine Totenköpfe. Also das ist die Hashing-Laws, also MD2 ist kaputt, MD4 ist kaputt, SHA-0 ist kaputt, 1. Also alles, was irgendwie so ähnlich aussieht, von MD4 abstammt, da zappelt nicht mehr allzu viel mehr. Und das ist noch einmal eine weitere Modifikation, dass das wirklich große Probleme sind, sondern nicht nur unsere kryptografische, pessimistische Weltsicht. Ich weise jetzt auch darauf hin, dass diese Arbeiten nicht von Trotteln gemacht worden sind. Es ist Eli Behem, der zum Beispiel Differential Cryptoanalysis eingeführt hat, also einer der brillantesten Kryptoanalytiker, hat ein Paper gemacht und hat hingeschrieben, dass SHA-0 sich nicht monoton einsteigert mit der Nummer der Runden. Das ist kryptografisch wirklich nicht schön. Das ist noch kein direkter Angriff, aber es ist nicht schön. 82 ist wirklich massiv weniger sicher als SHA-0 und er konnte schon also auch mit relativ einfachen Hausmitteln sogenannte Near-Collisions zeigen. Near-Collisions. Noch einmal die Sache, die Unterschied zwischen SHA-0 und SHA-1 ist das da. Und nur in der Messes-Expansion. Also man macht die Messes-Expansion anders und dann hat man keine Probleme, obwohl das Chaining gebrochen ist, und obwohl die Kompressionsfunktion gebrochen ist. Ja, das ist irgendwie, wie gesagt, also irgendwie haben einige Leute in der Industrie so eine Sache, die man nicht mal durch blöde Witze irgendwie aufschütteln könnte. Ich habe im Januar wirklich angewendet, eher auf die Jungfreundlichkeit von Britney Spears zu setzen, als auf die Sicherheit von SHA-1. Und die Sicherheit von SHA-1 war irgendwie schneller gebrochen als die Ankündigung der Mutterwertung von Britney Spears. Also jetzt sind die Theologen aufgefordert, ob das als amerikanische Chefjungfrau und jetzt eine unbefleckte Geburt war oder nicht. Aber jedenfalls, SHA-1 ist auch kaputt, aber selbst diese lustigen Amerikaner-kompatiblen Witze haben irgendwie nicht dazu geführt, dass die Industrie da mehr reagiert hat. Das heißt, inzwischen gibt es durchaus Paper von Philips, wo sie sich fragen, ob SHA-1 stark genug ist, um mal denen zu antworten, nein, ist es nicht stark genug. Und insbesondere, wenn man dann eine Infrastruktur passt, wo man nicht einfach auswechseln kann, sondern diese gesprochenen Algorithmen auch noch in Hardware gießt. Hinweis, also Bruce Schneier hat also irgendwie die zweite Angriff gemacht. Es ist deutlich weniger als 2 hoch n. Ganz konkret, sieht jetzt schlimm aus, bitte schaut einfach hier unten. Ihr habt 2 hoch 106 anstatt 2 hoch 160 Sachen. Zwei Sachen dazu. 2 hoch 106 ist auch nicht durchführbar, wenn man nicht irgendwelche größeren Mengen von Alien und schwarzer Materie zu Hause rumliegen hat. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mal rein optisch seht, dass da 54 Bit auf einmal verschwunden sind, weil sich zwei Leute das ein bisschen kritischer angeguckt haben, kommt auch zu meinem Sache, dass erstens zwei Sachen. Kryptografisch ist SHA-1 auch tot bezüglich der zweite Urbildangriff. Kryptografisch sollte man es nicht einsetzen. Und die weitere Information ist, da ist auch noch Luft nach unten. Also selbst die schwächere Annahme als Kollision, die Existenz von zweiten Urbildern ist massiv erschüttert. Letzte grundsätzliche Anmerkung ist, man kann auch Multikollisionen züchten. Das sieht alles ein bisschen wild mathematisch aus, ist es aber gar nicht. Die Idee ist, dass man halt zwei kollidierende Blocks hat und dann kann man 2 hoch k, also 4 kollidierende Messages einfach, indem man die Blöcke hintereinander schreibt, in unterschiedlichen Permutationen hinschreibt. Also schaut es euch mal an, wie es ist. Also die Nachricht ist so, wenn ihr eine Kollision habt oder wenn ihr eine Handvoll Kollisionen errechnet habt, ist es unheimlich billig, neue zu machen. Also insbesondere irgendwelche Fuzzing-Angriffe ist, sobald man irgendwie eine Handvoll
Handvoll Kollisionen hat, kann man damit so richtig zipp, viele Kollisionen machen. Und das ist ein Angriff, den hat Stefan mir auch um die Ohren geschlagen in meinem kaskadierenden Angriff. Also habe ich eine Konstruktion gemeint, wo ich meine, dass es irgendwie 60 Bit macht. Nachdem Stefan ein Wochenende sich angeguckt hat, waren noch 10 Bit übrig. Ist aber trotzdem noch das Beste, was rumläuft. Kommen wir eigentlich nochmal kurz später. Also merkt man sich, also diese interne Chaining-Struktur ist mehrfach auch akademisch nochmal mehrfach unter Beschuss. Und wie gesagt, in diesem Bereich kommen akademische Angriffe und praktische Angriffe relativ schnell zueinander, erfreulicherweise. Oder nicht erfreulich, aber je nachdem. Dirty Hot Fixes, also zum einen ist es gesünder, wenn man neue Infrastrukturen macht, dann die SHA-256 macht. Man kann auch hier gehen und es ein bisschen robuster machen. Da hat Stefan auch Arbeiten jetzt auf der Asia gröbt, also wie man randomisiert und so weiter. Und das Kaskadisieren ist nicht so schwach, wie es eigentlich kritisiert wird. Allgemein zu SHA-2 möchte ich nochmal darauf hinweisen, im August 2002 wurde also der Industrie schon nahegelegt, das eher zu verwenden als SHA-1. Also es war nicht nur der CCC, es war auch die Standardinstitutionen, die da eigentlich drauf massiv gedrängt haben. Wir haben zum Beispiel im Kryptofon damals also als Hashfunktion gleich SHA-256 eingesetzt. Und da wir ja notorisch ein bisschen paranoider sind als andere Mitmenschen, haben wir das auch kaskadiert, also zweimal hintereinander und mit unterschiedlichen Parameterisierungen gemacht. Das ist kryptografisch keine Sache, wo ich eigentlich besonders entspannt bin. Ich weiß nur, dass praktische Angriffe dadurch also deutlich lästiger werden. Und es gibt noch keine Angriffe zu SHA-256. Also so macht man Kryptografie, wenn man sie neu macht. Man nimmt das Stärkste, was ist, und baut es dann so, dass praktische Angriffe dann noch mal schwerer werden. Man nimmt nie eine kaputte Funktion und ändert nichts daran und macht die in Millionen andere Sachen. Okay, naja, so viel dazu. Naja, also das können eine Handvoll Leute zusammenschrauben. Also das ist, und wie gesagt, wir halten das ja nicht geheim. Also wir teilen das mit, das ist Open Source, das hätte jemand machen können. Teilweise übernehmen übrigens auch diese viel geschmähte Konstruktion hier unten von mir, dass man AES und TuFIS irgendwie XOR, das wird im Moment auch in einigen Produkten eingesetzt. Ich glaube, Sci-Fire macht auch ein paar ähnliche Strukturen, Konstruktionen. Ein kleiner Verweis, auch SHA-2 ist unter Analyse. Chilbert und Handschuh von GemPlus, glaube ich, haben da auch veröffentlicht. Das sieht eigentlich ganz, ganz gesund aus, aber wie jemand wackelt ein bisschen, fliegt einem alles um die Ohren. Und das ist kein schöner kryptografischer Eigenschaften, insbesondere wenn man eine undokumentierte Funktion von irgendeinem Geheimdienst kriegt und ein bisschen dran wackelt und dann alles um die Ohren fliegt. Dann wäre ich mir nicht sicher, dass der Geheimdienst nicht irgendwie noch eine Spezialwackeleinheit zu Hause hat. Also das ist alles nicht schön, deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass die EU sich auch massiv überlegt, da neuen Sachen zu machen. Es gibt noch eine kleinere Arbeit, die von Hawks und Patton und Rose, die sich mit Korrektiv-Patterns in der SHA-2-Familie beschäftigen. Ich sage es ganz einfach, es ist eine weitere, zwar ein bisschen modifizierte, aber es sieht noch relativ ähnlich aus wie die ganzen Hash-Funktionen, die wir bisher schon nicht verstanden haben. Also insofern frage ich mich wirklich, warum sie keine Algorithmen verwenden, die die Designmethoden machen, die gut verstanden sind, wie zum Beispiel bei AES. Zum Beispiel gibt es einen Whirlpool, der relativ interessant ist. Es gibt eine wirklich exzellente Arbeit von Stefan zum Thema Prinzipien für iterative Hash-Funktionen. Er stellt da ein modifiziertes Macleod-Ambert-Design mit Sicherheitssachen durch. Und ich habe mir das mal angelesen und dann habe ich mir Schaden nochmal angeguckt. Und dann hatte ich auf einmal das Gefühl und habe auch Stefan angerufen, ob er versehentlich das SHA-2-Design entschlüsselt hat und hat es dann nochmal reingeguckt und das ist in der Tat der Fall. Also wir wissen inzwischen, warum einige Modifikationen von dem Macleod-Amgard-Verfahren da sind. Aber wie gesagt, es ist 2001 veröffentlicht worden und dann haben wir wieder halt 3 Jahre verloren, weil die Geheimdienste die Karten dann nicht auf den Tisch gelegt haben. Und da, wie gesagt, also die Hash-Funktion bei digitalen Signaturen exzessiv angewandt sind, ist es relativ ärgerlich. So, was kann man jetzt ad hoc kurz machen, vielleicht nur ganz kurz, da gibt es
auf der nächsten 10-Konferenz ein Paper von Stefan und mir, wie man das ordentlich macht. Jetzt vielleicht nur so weit, wenn ihr irgendwelche Konstruktionen habt, wo ihr nur MD5 habt, dann solltet ihr auf jeden Fall was direkt machen. Wenn ihr SHA habt und paranoid seid, dann ist eigentlich die Diskussion, wo Stefan und ich ähnlich hatten. Stefan hatte irgendwie nur die Reihenfolge von SHA 205 und Tiger unabhängig anders. Also das sind die Sachen, die wir empfehlen würden, um ein bisschen besser zu schlafen. Wobei wir beide darauf hinweisen, dass es nicht die Sicherheit birgt, die wir annehmen. Also die wir annehmen schon, aber die man eigentlich auf den ersten Blick annehmen sollte. Es ist nicht deutlich sicher, weil durch diese Multikollision, vielleicht kurz skizziert, greift man erst die schwächste Funktion an und erzeugt dann jede Menge kollidierende Blocks und schmeißt die auf die zweite Funktion. Das ist kryptografisch dann ein Angriff, wo er meine 50 oder 60 Bit, die ich mir auf 10 oder 20 runterdrückt, ist allerdings für praktische Angreifer noch einmal unhandlich, weil sie damit relativ wenig Steuerung haben über die zu verwendenden Nachrichten, weil sie müssen über mehrere Iterationen sein. Um es klar zu sagen, ist kryptografisch keine schöne Situation, macht es praktisch nur ein bisschen schrubbischer. Und wie gesagt, in meiner Doktorarbeit hatte ich schon Konstruktion, dass ich gesagt habe, SHA-Funktionen können brechen. Da ist es besser, man verknüpft die beiden zum Beispiel mit XOR mit unterschiedlichem Design. Das bedeutet, man überlebt auch diese Kollisionsangriffe, wenn eine davon gesund ist. Und wie gesagt, ich hatte es in der Doktorarbeit, ist sogar eine kleinere Publikation daraus gekommen auf der SmartNet-Konferenz in Wien 1999. Müsste auch online sein, das Paper, wenn ansonsten könnt ihr mich irgendwie noch Mail machen, aber doch, ja, aber hoffentlich. Es ist nicht, nochmal gesagt, ist kryptografisch nicht sauber und nicht schön, aber es ist praktisch das Beste, was wir haben. Also ordentlich ist alles in die Tonne schmeißen und eine neue Kryptofunktion, eine neue Hash-Funktion wählen. Das ist das, was man empfehlen kann, ohne schlechtes Gewissen. Gut, wie gesagt, diese Sache, die ich jetzt am Ende etwas schnell gemacht habe, gibt es nochmal, also wissenschaftlich sauer aufgearbeitet in einem Paper, das Stefan und ich jetzt gerade fertig schreiben auf der SANE-Konferenz in Delft. Gut, Conclusions, benutzt keine gebrochenen Hash-Funktionen. Auch wenn ihr in der Industrie seid, ist es keine gute Idee. Und das sagt nicht nur irgendwie die CCC-Hacker, das sagen alle, die in der Kryptographie irgendwie Rang und Namen haben. Ansonsten bitte einen beischmeißen, der irgendwie eine andere Meinung hat. Es ist nicht gut, es zu verwenden. Es ist insbesondere nicht gut, es in Hardware zu gießen, wo man es nicht austauschen kann. Der Hinweis ist, es ist auch jetzt in dem Bereich also keine grundsätzliche Sache, dass wir TPM irgendwie zurückdrücken wollen, was wir durchaus wollen. In weiten Bereichen, es kann ohne große Aufregung in SHA 256 gemacht werden. Das ist genauso US-Government gestempelt wie SHA 1. Und Entschuldigung, wir haben seit 2002 darauf gedrängt, es zu tun. Und wir haben es in unseren eigenen Produkten auch seit dieser Zeit getan. Letzte Bemerkung von Schneier, also man hat irgendwie das Gefühl, dass das alles irgendwie so ziemlich Pi mal Daumen konstruiert worden ist. Auch Whirlpool ist ähnlich konstruiert. Er würde persönlich ein Chaos gegenüber SHA und MD5 akzeptieren. Und wie gesagt, also wir wissen noch relativ wenig davon. Und dann eine Sache, lustigerweise sitzen sehr viele exzellente Leute von Hash-Funktionen in Europa. Und Großteil zum Beispiel in Löwen und finden alle keinen, also nicht alle keinen Job, aber haben Probleme, einen Job zu finden, was also auch irgendwie ein bisschen auf die törichte Geringschätzung von kryptografischer Arbeit hindert. Gut, dann bin ich soweit am Ende. Wir haben noch 1,5 Minuten für Fragen. Ansonsten danke ich euch herzlich. Eine halbe Minute möchte ich allerdings noch für eine peinliche Werbeeinblendung investieren. Nein, ist nicht unpeinlich. Es gibt Minix 3.0. Es ist raus. Es hat einen tollen Drakun mit ganz großen Pupillen als Logo. Ich verrate jetzt nicht, wer mitverantwortlich ist für die Größe. Und es ist jetzt veröffentlicht und es ist im Gegensatz zu einem alten guten Minix ist es Open Source.
Es ist 3800 Lines of Code. Ich habe mit Tannenbaum ein bisschen daran gearbeitet. Ich möchte jetzt hier an der Technischen Fachhochschule in Berlin da weiterarbeiten, wenn jemand Interesse hat. Es bootet in unter 5 Sekunden, das kann sie selber herstellen, in 4 Sekunden. Messt nach. Also wenn ihr es nicht glaubt, es ist wirklich ein fantastisches neues System. Und also das sei mal als, ans Herz gelegt. Auch aus dem einfachen Grund, weil, wie schon gesagt, der OS-War ist über. Wir müssen, ist am Ende. Wir müssen selber was entwickeln und da ist mit GNU, BSD und so weiter schon all der Sachen da. Minix 3 ist neu, ist freie Software diesmal, also schaut es euch an. Okay, jetzt aber wirklich vielen Dank. So, Frage? Also mich würde interessieren, was hat das denn jetzt für praktische Konsequenzen zum Beispiel für das Online-Banking? Die Frage war nach praktischen Konsequenzen im Online-Banking. Naja, also die gute Nachricht ist im Moment, also direkte Angriffe gehen nur, wenn man selber die Signatur generiert. Also allerdings die Situation hat man, die Frage ist, ob man einem gewissen Bankzertifikat trauen kann oder nicht. Klare Antwort, wenn man die Situation hat, dass man unterschiedliche Zertifikate mit dem gleichen Zertifikatunterschrift haben kann, dann ist die Sicherheit vom philosophischen Standpunkt schwer geschädigt und auch vom praktischen Standpunkt zumindest mit Sorge zu betrachten. Ja, aber das ist nicht so sonderlich neue Situation. Ja. Have you convinced Linus Torvalds to not depend on SHA-1 in his new source control system? I fear not yet. No, to be very clear, it's we have it in many of our own codes like PGP or GPG and Tripwire, we have the same problem at home. So if you are a programmer, please contact some of your crypto, favorite cryptographers to make small hot fixes. Mainly is better use additionally SHA-256. Kann ich dir einfach sagen, weil es für Kryptografen kaum Arbeit gibt. Scheinbar. Also ich bin jetzt Professor für Systemprogrammierung, Stefan ist in was Ähnlichem. In Löwen sind noch exzellentere Leute im Bereich Hashfunktion als ich, kurz vor der Arbeitslosigkeit.